Ladies and gentlemen. Meine Damen und Herren. Liebe Kongressbesucher, Digitalisierung geht mit voller Kraft weiter. Erfolge im Bereich künstliche Intelligenz werden immer wichtiger und einflussreicher. Technologiegiganten investieren massiv auf globaler Ebene in Forschung und die Anwendung von künstlicher Intelligenz. Wo stehen wir heute beim Thema künstliche Intelligenz und wohin führt uns diese Reise? Wie verändert sich die künstliche Intelligenz? Wie verändert sie wirtschaftliche Strukturen und gesellschaftliche Prozesse und auch unser persönliches Leben? Vor unserer nächsten Keynote würden wir gerne wissen, wie Sie zum Thema künstliche Intelligenz stehen. Unsere nächste Frage für das Echtzeit-Voting steht also hier. Künstliche Intelligenz wird eine kaum beherrschbare, riesengroße Bedrohung für die Menschheit und für unsere Arbeitsplätze. Zweitens wird eine Herausforderung für die Menschheit und für die Arbeitsplätze, die bei konsequentem Vorgehen jedoch beherrschbar ist. Und drittens, wie jeder technische Fortschritt, bietet sie enorme Chancen, die wir mutig ergreifen sollten. Was ist Ihre Antwort, meine Damen und Herren? Bitte wählen Sie nun mit den Fernbediengeräten. Okay, you're very optimistic. Gut, Sie sind alle sehr optimistisch. Das ist doch gut. 49% für die Antwort Nummer 3. Nun möchten wir wissen, wie Professor Uskereit die Entwicklung und das Potenzial von künstlicher Intelligenz sieht. Unsere nächste Keynote wird gehalten von Professor Dr. Hans Uskereit. Er ist wissenschaftlicher Direktor und Leiter des Fachbereichs Sprachtechnologie am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI. Professor Uskereit begann seine Karriere beim Artificial Intelligence Center von SRI, bei der Universität Stanford und bei IBM Deutschland. Im Jahr 98 wurde er Professor an der Universität des Saarlands. Bis 2015 war er Koordinator des europäischen Netzwerks Metanet mit 60 Forschungszentren in 34 Ländern. Professor Uskereit ist Mitglied der Europäischen Wissenschaftsakademie und des Committee of Computational Linguistics und er ist auch Präsident der Vereinigung Logic, Linguistic and Information. Er hat verschiedene Start-ups mitbegründet und sitzt im Vorstand mehrerer Unternehmen. Vor kurzem hat er 2 Google Research Preise gewonnen für seine Arbeit im Bereich Large-Scale Text Data. Professor Uskereit, wir freuen uns nun sehr darauf, von Ihnen mehr über Technologie gegenüber Menschheit zu lernen, Perspektiven, künstliche Intelligenz für Wirtschaft, Gesellschaft und die Menschheit. Ich danke Ihnen. Thank you very much. Ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Mein Thema ist künstliche Intelligenz, das Feld, das ist der Bereich, in dem ich bereits seit 30 Jahren aktiv bin. Sie haben es gerade gehört. Und ich möchte beginnen mit einigen Erfolgsgeschichten und ich möchte ein bisschen über diesen Hype sprechen, den wir alle kennen. Und dann möchte ich noch mal kurz über das Potenzial, aber auch die Begrenzungen der heutigen Technologie sprechen und noch einen Ausblick wagen auf die kommenden Trends. Wir haben solche Headlines, solche Schlagzeilen in den vergangenen Monaten im letzten Jahr immer wieder gesehen. Jede Woche gibt es da so etwas in den großen Business-Zeitschriften, wo gesagt wird, dass die künstliche Intelligenz die Lösung zu fast allem ist. Und ich möchte das Ganze ein bisschen zurechtrücken und darüber sprechen, wo wir derzeit wirklich stehen. Ein Bereich, der oft diskutiert wird, ist dieses sogenannte Deep Learning, weil einige der Durchbrüche, vor denen wir stehen,
wurden vor allem in diesem Bereich gemacht, im Bereich Fortschritt von Machine Learning. Und wir als Endnutzer erfahren auch einiges an Fortschritt, zum Beispiel beim Google Translation Dienst. Und wir stehen aber immer noch vor sehr vielen Fehlern und wir fragen uns dann, wie intelligent ist diese Technologie wirklich? Ist die wirklich nah an der menschlichen Intelligenz dran oder sogar besser? Und da werde ich auch gleich drüber sprechen. Auch Sprache, zum Beispiel Google Home, Alexa, finden sich zunehmend in unserem Alltagsleben. Und dann gibt es auch zunehmend Sorgen und Warnungen, die wir auch vorhin schon gehört haben oder die sich geäußert haben in unserer Echtzeitwahl hier. 49,1% war für Antwort 3. Ich bin also ein Vertreter der Minderheit oder der relativen Mehrheit. Wie wird das also unsere Arbeitsplätze, unsere Leben beeinflussen? Es gibt dann auch sehr extreme Auseinandersetzungen oder sogar Angriffe, zum Beispiel von religiösen Gruppen, die denken, dass künstliche Intelligenz Satan ist oder andersrum, dass der Satan die künstliche Intelligenz ist. Das geht also noch einen Schritt weiter. Und es gab da eine interessante Diskussion in den USA, wo künstliche Intelligenz gleichgesetzt wurde mit dämonischer Obsession, bis hin zu dem Punkt, dass einer der Marketing-Menschen, Journalist, sich darüber lustig gemacht hat. Und der hat dann eine kleine App gebaut, wo es also um dämonische Obsession ging. Aber da steckt was dahinter. Elon Musk zum Beispiel, der wird ja doch anerkannt als der Mann hinter Tesla und vielen anderen Erfindungen. Der warnt auch sehr deutlich zusammen mit anderen ernstzunehmenden Philosophen und Technologiegurus. Der warnt vor Gefahren, die da irgendwo am Horizont lungern und hier nun einige Ergebnisse dessen, wie also künstliche Intelligenz ersetzt wird durch dämonische Kräfte. Das war natürlich als Witz gedacht, aber nicht nur in den USA, sondern auch in anderen Ländern gibt es viele Menschen, für die das nicht nur ein Witz ist. Und man kann also sagen, dämonisches Besitzergreifen passt nun auf einen USB-Stick. Muss man sich nur umtun, wo man den bekommen kann. Die ganze Debatte taucht also auf, wenn man über dieses Superhuman, also über dieses Übermenschliche spricht. Und da geht es um dieses tiefere Verständnis, das wir von uns selbst haben, nämlich, dass wir die Krone der Evolution sind und wenn es ein höheres Wesen gibt, dann gibt es ein höheres Wesen. Aber dieses höhere Wesen hat uns zur Krone der Evolution gemacht und nicht andere. Das ist also wirklich etwas, das an unseren Nerven kratzt. Und wie übermenschlich ist die künstliche Intelligenz denn nun? Wir kennen die Geschichte von Deep Blue, dem System, das den Weltmeister im Schach geschlagen hat. Wir wissen auch von IBM Watson. IBM Watson hat sehr clevere Quiz-Champions geschlagen. AlphaGo, der Go-Meister, wurde geschlagen. Und die fahrerlosen Autos von Google haben weniger Unfälle als menschliche Fahrer. Und dann gibt es so ganz kleine Dinge wie Objekterkennung. Es gibt Maschinen, die inzwischen so gut sind wie Menschen, wenn es darum geht, Objekte zu erkennen. Aber was bedeutet das? Das bedeutet das, dass man besser ist, dass die Maschinen besser sind als die Besten oder die Normalen, die Meister, wie zum Beispiel bei Go oder Schach, weil die Schachprogramme spielen schon lange besser als der Durchschnittsspieler. Was bedeutet also übermenschlich? Jetzt müssen wir noch mal einen Schritt zurück machen. Es gibt hier ein Paradox, das wir sicherlich alle erkennen. Künstliche Intelligenz kann kein vierjähriges Kind simulieren. Eine Stunde im Leben eines vierjährigen Kindes. Aber der Computer Watson von IBM kann die besten menschlichen Quiz-Champions in der Show Jeopardy schlagen in einem sehr fairen Wettbewerb, weil keiner der drei
das Internet nutzen durfte. Sie waren also alle offline. Aber der IBM Watson hatte natürlich einen Haufen Computer mit allen Enzyklopädien der Wikipedia, der Bibel, Wörterbüchern, Geschichtsbüchern, Nachrichten, Zeitschriften, was auch immer Sie wollen. Die waren alle da drauf. Und diese armen zwei Menschen, die unglaublich clevere Menschen sind, die hatten nur dieses kleine Ding hier da oben, das auf ihrem Nacken sitzt. Und da kann man das nicht alles reinstecken. Und unser Gehirn kann das auch gar nicht alles speichern. Es war also ein völlig unfairer Wettbewerb, weil es unmöglich für einen Menschen ist, aus biologischen Gründen. Aber das macht den Computer in diesem Fall dann übermenschlich. Ist der Computer aber wirklich smart, clever, oder hat der Computer einfach schnelleren Zugang und größeren Speicher? Nun, das Paradox geht noch weiter. Künstliche Intelligenz kann den einfachsten Witz nicht verstehen. Was hat die 0 zu 8 gesagt? Schicker Gürtel. Na, das ist kein toller Witz, aber wir verstehen ihn. Aber keine künstliche Intelligenz kann diesen Witz verstehen. Warum nicht? Die künstliche Intelligenz ist gut mit Zahlen, aber den Witz versteht sie nicht. Aber KI kann also den Weltmeister im Go schlagen. Warum ist das so? Es gibt mehrere Komponenten hier. Eine ist, wir sollten, ja, es gibt übermenschliche Leistungen in maschinelle Übersetzung, Schach, Go, Gesichtserkennung. In all diesen Bereichen ist die KI bereits besser als der Durchschnittsmensch. Bei Chess, Go und Jeopardy hatten wir also auch die Besten der Besten, die sich geschlagen geben mussten, der KI. Aber wenn wir da noch mal drüber nachdenken. Was ist der Unterschied zwischen dem Vierjährigen und dem Go-Meister? Der Vierjährige, das Vierjährige kann viel tun, rumlaufen, spielen, Fragen stellen, nach Milch, um Milch bitten, Milch verschütten, kleine Puzzles lösen, Spaß haben, Witze machen, plappern, singen, all dies. Selbst wenn das Kind nur 4 Jahre alt ist, kann es sehr viele verschiedene Dinge tun. Und die KI-Systeme können ein ganz bestimmtes Ding tun. Das Go-System kann nicht übersetzen, das Übersetzungssystem kann nicht Jeopardy spielen und so weiter. Das heißt, jedes System kann eine Sache ganz besonders gut. Und dann sagen sie, na, das ist vielleicht nur Zufall, weil das System noch nicht gelernt hat, andere Dinge zu tun. Also mit Freunden zu spielen, rumzurennen, freche Fragen zu stellen, lustige Witze zu reißen. Vielleicht müssen wir das System einfach nur anlernen. Und ich werde auch gleich nochmal drüber sprechen, warum das so ist. Es gibt eine Einschränkung oder es gibt eine Begrenzung zur KI. Heutzutage. Denn das Wissen und das Verhalten, das der Computer erlernt hat, ist nicht miteinander verbunden und kann nicht wiederverwertet werden. Und das unterscheidet es von dem, was wir in unseren Köpfen haben. Wenn wir also eine Sprache sprechen oder zwei Sprachen sprechen, dann können wir ein bisschen übersetzen. Und wenn wir dann eine Sprache können, können wir in dieser Sprache singen, wir können in ihr schreiben, wir können Kreuzworträtsel lösen, wir können viele Dinge tun. Aber die Maschine hat kein Wissen, das sie wiederverwerten kann oder nutzen. Selbst ein System wie Google Translate, das zwischen Dutzenden von Sprachen übersetzen kann, kann nicht Sprache generieren in einer einfachen Situation, einfach so spontan. Und es kann auch nicht verstehen. Und das ist die Essenz des Ganzen. Keines dieser Systeme versteht, wohingegen der Vierjährige sehr viel versteht. Und das bringt mich zu dem Punkt, warum verstehen diese Systeme nichts? Nun, jetzt ist es mir die Frage zu stellen, ist das nur ein Hype? Wir hören immer wieder Geschichten in den Medien. Ich würde sagen, nein, es gibt tatsächlich greifbare Beweise. Selbst wenn der Hype runtergeht, wird die KI nicht mehr verschwinden. Sie ist zunehmend da in unserem Zuhause, in unserer Arbeit und wir kommen nicht drum herum. Und ich denke, das ist auch gut. Ich vertrete ja hier eine Minderheit, habe ich schon gesagt. Künstliche Intelligenz und die dazugehörige Technologie ist inzwischen in fast allen Industrien zu finden. Das ist auch schon eine ganze Weile bei uns, ohne dass wir das
gemerkt haben. Ganz oft, wenn man zum Beispiel mit einer Kreditkarte bezahlt in einem anderen Land, dann ist es so, dass da im Hintergrund Checks ablaufen, die KI-gesteuert sind. Ich kann noch ganz viele andere Beispiele nennen, wo die künstliche Intelligenz sich reingeschlichen hat. Manchmal ist es zum Beispiel auch so bei der Schaltung in Autos. Da gibt es so ein Neuronetz für das sogenannte Smooth Shifting. Also wir haben diese KI schon über eine lange Zeit gesehen und jetzt haben wir Siri, Alexa, Google Home und die stehen in unserem Wohnzimmer rum und maschinelle Übersetzung. Wir haben Entertaining-Anwendungen, die Gesichter erkennen, die mit Bildern arbeiten, die viele lustige Dinge mit Gesichtern machen können. Das sind alles Produkte hier, die entweder schon auf dem Markt sind oder in der nahen Zukunft auf den Markt kommen werden. Warum jetzt? Weil einige miteinander verbundene Entwicklungen zu einem Punkt gekommen sind, wo man sie zu etwas Neuem zusammensetzen konnte. Das waren also Wissenstechnologien, also Technologien, die sehr viel Wissen ansammeln und damit arbeiten. Das ist sehr nützlich für die Anwendung in Maschinen. Wir hatten auch maschinelles Lernen, hat eine sehr starke Entwicklung gesehen. Dann diese neuralen Netze, wo wir Input-Signale in kleine Einzelsignale trennen und durch diese neuralen Netze schicken. Und dann werden dadurch bestimmte Entscheidungen getroffen durch Aktivierung. Und diese Netze sind immer komplexer geworden und der Output kann dann wieder eingefüttert werden und das Ganze kann dann auch zur Produktion von längeren Sätzen genutzt werden. Diese Systeme können also Entscheidungen treffen auf eine Art und Weise, die sich vom rationellen Denken sehr stark unterscheidet. Und das ist ja sehr viel näher an dem, wie wir Sätze verstehen. Wenn ich Ihnen jetzt sage, bitte schalten Sie für den nächsten Satz Ihr Verständnis aus, dann werde ich sagen, na, das können Sie nicht machen. Das steckt doch in Ihren Neuronen drin. Das ist nicht Teil einer beabsichtigten, also eine Intention. Wir können das nicht einfach ausschalten. Wir können über etwas anderes nachdenken, aber wir können unser Sprachverständnis nicht einfach ausschalten. Und die Verfügbarkeit von großen Daten, von Big Data und die Internettechnologie und natürlich auch eine schnellere Hardware haben alle dazu beigetragen, dass sich das weiterentwickelt hat. Ganz kurz zu einigen Gelegenheiten, die gesehen werden oder Chancen, die gesehen werden. Zum einen die Aktivierung von wirtschaftlichen Reserven. Viele Menschen im Wirtschaftsbereich würden zustimmen, wenn man sagt, dass es solche Reserven gibt, dass unsere Wirtschaft also momentan tatsächlich sehr viel verschwendet. Mit besser Analytik, mit Optimierung könnten wir diese Reserven also aktivieren und weniger verschwenden. Dann ist es natürlich eine Erhöhung der menschlichen Kognition. Wir haben einen sehr kleinen Kopf. Wir haben einen kleinen Speicher, ein kleines Gedächtnis im Vergleich zu Maschinen. Wir haben nur zwei Augen, wir können nur in eine Richtung schauen. Und wir haben ja gar keine Augen in einem anderen Raum. Wir haben unsere Augen immer bei uns. Und wir haben auch die Ohren, die tragen wir mit uns. Die können wir nicht woanders liegen lassen. Und wir sind also wirklich sehr eingeschränkt in allem, was wir tun. Eine andere Voraussage, und das ist ein heikler Punkt, es wird uns befreien von bestimmten Arbeiten und uns hinführen dahin, wo man nur noch das tut, was irgendwie intellektuell, emotional erfüllend oder fordernd ist. Und niemand muss mehr die ungeliebten Arbeiten tun, die keiner tun möchte. Es wird natürlich auch zu einer Perfektion der Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft führen und die Evolution neuen Wissens begünstigen. In der Medizin gibt es immer noch, gibt es bereits da Anzeichen, die Geheimnisse zum Beispiel
lüften, wie man das menschliche Leben nicht nur verlängern, sondern auch verbessern kann. Was sind aber die Risiken? Nun, Arbeitslosigkeit haben wir bereits erwähnt. Manche haben Angst, dass wir dann zu sehr abhängig werden von der KI, wie wir es jetzt schon von Elektrizität und von Verkehrsmitteln sind. Aber neue Abhängigkeiten führen zu Sorgen. Vielleicht könnte es auch eine zu reduzierten Diversität führen beim Konsum, weil wir dieselben Entscheidungen, weil die Entscheidungen uns abgenommen werden, weil man sehr stark mehrheitsgeführt sein könnte, weil das auch zu einer Reduzierung der Diversität führen würde. Vielleicht würde es auch zu einer Verzerrung beim Treffen von Entscheidungen führen. Wir kennen alle das Phänomen Fake News, Missinformationen. Und dann gibt es natürlich Sicherheitsprobleme. Weil was da handelt, ist nicht länger ein Algorithmus. Für Algorithmen gibt es formelle Wege der Verifikation, sogar für komplexe Algorithmen. Und man kann sie dann evaluieren und sagen, das tut genau, was es tun muss. Aber wenn das System das menschliche Verhalten studiert und lernt, dann sind die Entscheidungen im Verhalten und nicht mehr im Algorithmus. Und das können wir derzeit noch nicht verifizieren. Und es ist sehr unklar, ob das jemals da sein wird. Das ist etwas, worüber sich auch die Experten noch streiten. Dann gibt es die ethische finanzielle Dimension. Viele haben Angst vor der kompletten kompletten Kontrollverlust. Und als diejenigen, die im Bereich KI arbeiten, die meisten von uns glauben, dass es gar nicht so interessant ist, den Menschen zu simulieren. Natürlich ist das aus theoretischer Perspektive interessant, weil man dann etwas verstehen kann. Neurowissenschaftler versuchen zu simulieren und wir helfen ihnen natürlich. Aber was die Anwendung angeht, ist es viel profitabler und auch sehr viel interessanter, die Menschen weiterzudenken, ihre Fähigkeiten auszubauen für Dinge, die sie eben nicht tun können, weil unsere Kognition, unsere Wahrnehmung limitiert ist in unserer Wahrnehmung, in unserem Wissen. Wir haben nur mal einen kleinen Kopf. Zu verstehen, Millionen, Trillionen Daten zu analysieren, das könnten wir in so schneller Zeit gar nicht. Und es geht auch um das Lernen von bestimmten Strömen von Daten. Das könnten wir als Menschen gar nicht mehr tun. Aus Erfahrungen zu lernen, aus intelligenten Handlungen zu lernen. Ich habe aber schon gesagt, beim Lernen gibt es noch kein wiederverwendbares Wissen. Systeme wie Watson oder regelnbasierte Kreditrisikosysteme, die haben sehr viel Wissen, ganz viel Wissen. Aber dann gibt es andere Systeme, die nur aus dem Verhalten gelernt haben. Als Beispiel, in regelbasierter Übersetzung schreiben manche Menschen einfach alle Grammatikregeln da rein mit Lexika und dann weiß man ganz genau, wie man das übersetzt. Ah, okay, hier wird eine bestimmte Grammatikregel verletzt und im Output ist da auch eine Grammatikregel, die verletzt wird. Oder vielleicht wird da irgendwas stilistisch nicht so schön ausgedrückt und so weiter. Aber so funktionieren Systeme wie Google Translate nicht. Die lernen nur aus bereits übersetzten Daten, aus Millionen von parallelen Texten, die von Menschen übersetzt wurden. Die Maschine kennt keine einzige Sprachregel. Implizit steckt das natürlich drin, aber nur implizit. Die Maschine versteht auch nicht, warum sie etwas auf eine bestimmte Art und Weise übersetzt. Aber vielleicht kann sie das richtige Wort im richtigen Kontext schneller finden, weil die Maschine gelernt hat, Übersetzer nutzen normalerweise A und nicht B in diesem Satz. Und die Maschinen verstehen den Kontext nicht. Diese neuralen Netze sind also ein Ersatz fürs Verstehen, aber die Maschine versteht kein bisschen. Das ist ein guter Ersatz fürs Verstehen. Also das System weiß, wie man reagiert. Man gibt ihm guten Input, es gibt guten Output. Aber die Maschine kann nicht erklären, warum sie es so tut. Und das implizite Wissen hat die Maschine nicht. Wenn ich etwas über eine Stadt weiß zum Beispiel, dann weiß ich habe eine Stadt in einem Text erkannt.
Und wenn ich weiß etwas über die Stadt, wie groß sie ist, wie viele Menschen da wohnen, dann ist das ein Wissen, das ein fundiertes Wissen, das ich habe. Und das haben die Systeme nicht. AlphaGo, Gesichtserkennung, fahrerloses, autonomes Fahren funktionieren nicht mit Verstehen. Und dementsprechend gibt es immer wieder diese Herausforderungen. Wenn man also sagt, wenn beim Fahren ein fahrerloses Auto eine Entscheidung treffen muss, nämlich entweder eine alte Dame oder ein Kind zu überfahren, wie wird das System entscheiden? Das sind die Journalisten oder die Philosophen, die so fragen. Die Menschen hätten in dieser Zeit gar keine, in diesem Moment gar keine Zeit, drüber nachzudenken. Die machen vielleicht noch die Augen zu und fahren weiter, aber es gibt keine ethischen Bedenken innerhalb von Millisekunden. Da würde niemand sagen, oh, das Kind sieht schon ganz krank aus, die alte Frau sieht noch gesund aus und deswegen fahre ich da oder darüber. Nein, das ist rein akademische Spekulation. Aber es zeigt doch, dass dieses System von Google Drive das Wissen nicht hat. Und es ist sehr interessant zu sehen, wie diese autonomen Fahrer, diese autonomen Fahrsysteme funktionieren. Es gibt künstliche Unfalldaten, damit die Autos lernen. Es werden also künstliche Situationen geschaffen, damit das System damit umzugehen lernt. Wenn man dann also dieses Google-System fragen würde, was ist die erlaubte Geschwindigkeitsbegrenzung in den USA, das wüsste sie nicht, weil sie hat es nicht gelernt. Wenn die Menschen zu schnell gefahren sind, dann hat das System davon gelernt, dass sie zu schnell gefahren sind und umgekehrt. Das ist also kein Wissen. Das heißt, die Maschinen müssen ihre Meister verstehen und auch die Zukunftstechnologien müssen das tun. Ganz kurz nochmal, wie kommen wir dahin? Einige der Anwendungen, die ich bereits genannt habe, die autonomen Fahrsysteme. KI ist auch in der Entscheidungsfindung im medizinischen Bereich, wo man verschiedene Daten aus vorhergegangenen Fällen sammelt. Etwas, was ein einzelner Doktor nicht leisten kann. Vielleicht auch Signale aus der Literatur mit einbaut, wo man sagt, es gibt einen neuen Artikel genau über diese Krankheit mit dieser Kombination von Symptomen. Und das hilft dann den Ärzten, die Entscheidung zu treffen. Aber das System würde niemals die Entscheidung treffen dürfen. Es kann immer nur assistieren. Dann haben wir auch ein paar Roboter. Die sind ziemlich hässlich. Die sind aus unserem eigenen Labor. Vielleicht sehen die mal schöner aus, aber ob sie mal smarter sein werden? Nun, dann ist ein weiteres Feld der KI auch die Vorhersage von Dingen. Und man kann sicherlich sehr viel Geld sparen, frühe Signale zu erkennen von Maschinen, bevor sie kaputt gehen. Dass man zum Beispiel auf die Geräusche der Maschine achtet, dass man dann rechtzeitig Bescheid weiß, wenn ein Teil kaputt geht. Das wäre sinnvoll für Airlines, für die Turbinenwartung zum Beispiel. Fehlervorhersage wäre sicherlich ein großes Feld. Analytik im Bereich Business, das bringt uns jetzt auch zum Tourismusbereich, spielt hier auch eine Rolle. All die großen Unternehmen, mit denen wir arbeiten, haben inzwischen realisiert, dass es tatsächlich Reserven gibt, finanzielle Reserven, die aktiviert werden können, wenn man ihre Daten analysiert, insbesondere wenn man numerische Daten, also Umsatz, Verkauf, mit Extradaten vergleicht, die erklären, warum ist an diesem Tag in Frankfurt der Verkauf, die Verkaufszahlen, warum sind die runtergegangen? Wetterdaten und so weiter. Sehr interessant, was wir da tun. Der Vorstand von Expedia hat gesagt, die dämonische Besetzung wird auch im Bereich Tourismus das nächste große Ding sein. Es gibt sehr viele Anwendungsbereiche für KI, auch im Tourismus. Mobilität, Verkehr, Transport. Wir arbeiten in verschiedenen Projekten hier zusammen mit intermodularen Projekten für Empfehlung, für Entertainment, für Kommunikation. Wir haben zum Beispiel eine App, die ganz korrekt übersetzt. Das ist ja das Problem, Google ist nicht immer korrekt.
Nutzen Sie also nicht Google Translate, wenn Sie in China zum Arzt gehen wollen, sondern nutzen Sie unsere App. Da kriegen Sie zumindest für bestimmte Situationen die bessere Übersetzung. Und ich renne hier sicherlich auf offene Türen ein, aber es wird in der Zukunft sehr leicht sein, mit all diesen Mitteln, mit all diesen Dingen in fremde Länder zu reisen, Dinge zu erkennen und darüber etwas zu lernen, ohne tatsächlich physisch anwesend zu sein. Das heißt, wir haben hier eine 3D-Straßenansicht mit Erfahrungen, mit Telepräsenz und so weiter. Und das Interessante hier ist, es gibt den Trend für eine bessere Erfahrung. Wenn die Menschen also besser und mehr über die Situation, die Geschichte eines Landes erfahren können, wenn man das dann verbessern kann mit dem virtuellen, mit der virtuellen Reise, dann wird das sicherlich zu einer insgesamt besseren Erfahrung führen. Die Analytik, die Planung und dann aber auch für den Endnutzer, die Augmented World. Das hier ist nochmal unsere App. Wir arbeiten mit Mobilität, mit Unternehmen zum Beispiel, mit der Deutschen Bahn und mit Mietwagenverleihunternehmen, wo wir verschiedene Signale einspeisen von der Polizei, von verschiedenen Nachrichtenkanälen, Tausende von Signale, Hunderttausende von Signalen Tag für Tag. Und dann können wir basierend auf diesen Daten Voraussagen treffen. Und das können wir dann unseren Nutzern zur Verfügung stellen. Wir nutzen eine ähnliche Technologie, indem wir filtern aus den Eisenbahnsystemen, aus Business-Nachrichten, aus Zeitungen. Wir haben das schon mal gezeigt, wir werden das aber auch noch mal präsentieren aus sozialen Medien, aus reellen Medien, aus Nachrichtenkanälen, Polizei, Autobahnpolizei und so weiter. Und wir verbinden das alles zusammen. Das hier sind Auszüge von Twitter News. Da geht es wieder um Ereignisse, die mobilitätsrelevant sind. Und das sind ein paar Zahlen, da werde ich jetzt nicht noch mal durchgehen. Wenn es darum geht, welche Nachrichten und Wissen über Streik und Blockaden und Übernahmen und Staus und so weiter wir da tatsächlich sammeln können. Noch ganz kurz. Werner Winch hat 1993 gesagt, dass wir innerhalb von 30 Jahren die Technologie haben, übermenschliche Intelligenz zu schaffen. Und kurz danach wird die menschliche Ära vorbei sein. Und das werden wir dann alle noch erleben. Ja, das ist ja nicht mehr so weit. 2023 wird es also soweit sein. Das, finde ich, wird doch ganz spannend zu sehen, wie das tatsächlich passieren wird. Menschen wie Elon Musk sagen, das schleicht sich rein, das werden wir gar nicht feststellen. Plötzlich wird es passieren. Ein Forscher hat da ein System am Laufen und plötzlich wird das System übernehmen. Aber ich erzähle Ihnen gleich, warum das nicht passieren wird. Jetzt schauen wir nochmal, wie sieht es aus mit der menschlichen Wahrnehmung, unseren eigenen Fähigkeiten? Was davon kann die Maschine tun? Statistisches Lernen von Verhalten, ja. Maschinelle Übersetzung, Google Driving Car, Gesichtserkennung, statistisches Verhalten, ja. Wiederverwertbares Wissen, ja, aber nicht miteinander verbunden. Und das ist ganz wichtig. Momentan gibt es fantastische Systeme, die also sehr viel Wissen haben. Und es gibt Systeme mit gelerntem Verhalten, aber sie wurden noch nicht zusammengeführt. Wir arbeiten daran. Und das wäre der nächste Durchbruch. Ich denke, das wird ein sehr viel durchschlagenderer Durchbruch sein und sehr viel mehr Auswirkungen haben. Denn wenn diese Systeme von Menschen lernen können und dann noch mehr Wissen haben und auch das Verhalten von Menschen haben und sehr viel mehr Wissen haben, bedeutet das, dass sie dann schon gemein und frech sind? Können wir hier inferenzieren? Ja, das können sie. Wissenserwerb? Ja. Absichten, Pläne, ja. Es gibt ein paar Algorithmen, noch nicht so gut wie Menschen, aber es geht. Selbstbewusstsein, wenn eine Maschine überleben will und
für ihre eigenen Interessen einstehen will, braucht sie Selbstbewusstsein. Nein, nein, ganz und gar nicht. Da müssen wir gar nicht rangehen. Systeme mit Analogy Reasoning, nein. Systeme, die Gefühle haben können, nein. Kreativität, nein. Und Stuart Russell sagte einmal, wenn die Menschen über die Einzigartigkeit sprechen, über superintelligente künstliche Intelligenz, dann sprechen sie nicht über Gefühle oder ein Bewusstsein, sie sprechen über die übermenschliche Möglichkeit, hochqualitative Entscheidungen zu treffen. Und das ist tatsächlich wahr. Wir hatten vier Phasen der KI-Forschung. Zunächst haben wir alles in einen Programmiercode gesteckt. Dann gab es unglaublich viel Wissen, Zeitpläne, sehr viele Formeln und so weiter. Dann hatten wir das maschinelle Lernen. Und jetzt arbeiten wir an Phase 4. Das bedeutet die Zusammenführung von Verhalten und Lernen. Und diese potente Mischung bringt also dieses Lernen, Datenverarbeitungstechnologien und sehr viel Daten. Wenn man also diese fünf Zutaten hier hat, dann ist das die Basis für den nächsten großen Durchbruch. Wir werden das alles erfahren, aber ich denke, keiner von uns wird das Ende der Menschheit erleben. Auch wenn diese fünf Dinge zusammenkommen. Was uns noch fehlt, ist das Wissen. Die Encyclopedia Britannica hier, wenn wir uns das nochmal anschauen, Google und andere bauen das ein in ein formalisiertes Wissen, strukturelles Wissen, Wikidata. Oh, ist das meine Warnung? Ah ja, Sie müssen mir doch nur sagen, hier, ich kann jederzeit aufhören, gar kein Problem. Gut, also es gibt ganz viele Wissensstrukturen, ganz große Wissensstrukturen und die existieren. Das sind alles maschinennutzbare Daten, die einfach noch nicht zusammengefügt wurden. Wir arbeiten daran und die Sprache wird das Medium sein, um darüber zu sprechen. Und KI, das ist meine letzte Folie, wird nie wirklich menschlich sein. Es wird nicht strategisch planen, nicht kreativ sein, nicht forschen, kein intelligentes Management betreiben. Es kann helfen dabei bei intelligentem Management. Aber es kann nicht eigeninitiativ sein. Aber die KI wird kreative Menschen sehr viel stärker machen. Ich danke Ihnen. Applaus